drei Kiwis-Autos jetzt hier stehen. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Weil der Typ, der in Okarito Kiwi-Spotting anbietet, ist auch hier irgendwo. Schauen wir mal. So, wir laufen jetzt mal, versuchen die anderen zu erwischen, weil die haben eine 90%ige Chance, einen Kiwi zu sehen. Damit werben sie. Vielleicht sehen wir auch einen. Nichts drin. Aber es sieht so aus wie ein Kiwi-Bau. Vielleicht. Wir sind so am Ende vom Pfad jetzt und hier ist ein Aussichtspunkt. Sieht man das Meer schön und die Lagune. Und jetzt werden wir uns mal ein Plätzchen suchen. Für die Kiwi suchen. Da geht's runter. Durch den Busch. Ich finde nachher zurück. So, wir sitzen jetzt mitten im Wald, haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, wissen nicht, wo es Kiwis gibt und ob es hier welche gibt. Aber wir warten jetzt auf die Dunkelheit, vielleicht hören wir ja zumindest welche. Wenn wir ganz arg Glück haben, vielleicht läuft uns einer hier über den Weg. Wir sind wieder auf dem Weg oben zurück, immerhin. Es ist auch stockdunkel. Kein Kiwi gesehen, aber lustige Geräusche gehört. Und jetzt gehen wir wieder zum Auto. Gestern hatten wir kein Glück, Kiwi zu sehen. Heute sehen wir den. Das einzige Schild, was wir bisher hier gesehen haben, auf der Südinsel vom Kiwi. Aber wir haben ein paar Töne aufgenommen, die ihr euch anhören könnt. Aber wir werden unsere Mission auch noch erfüllen irgendwann. Vielleicht gehen wir in ein Kiwi-Haus oder auf der Nordinsel machen wir vielleicht so eine Tour mit. Und dann sehen wir nochmal ein Kiwi irgendwann. So, wir sind zurück in Greymouth, sind
heute von Ocarito bis hier hochgefahren. Haben uns jetzt als Mittagessen eine günstige Pizza von einem großen Franchise-Unternehmen besorgt. Werden wir jetzt hier genüsslich am Rauensteinstrand uns genehmigen, wie der Jere so sagt. Tradition! Thomas!